Hallo erstmal. Ich möchte mit dem Wort Demokratie anfangen. Das heißt Volksherrschaft mit anderen Worten. Wer praktisch herrscht, hat die Wahl, nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern auch die Regeln, wie diese Entscheidungen zustande kommen, zu machen. Wahlen können sehr vielfältig sein. Sie betreffen jeden Bereich unseres Zusammenlebens. Jedes Mal, wenn die Gemeinschaft über einen Weg entscheiden müsste, sollte eine Wahl stattfinden. Im besten Fall einen Weg, den jeder gehen kann. Einen Weg, der die Gemeinschaft an ein Ziel bringt, bei dem am Ende sich zumindest Zufriedenheit und soziale Sicherheit befindet. So vielfältig die Entscheidungen auf unserem historischen Weg sind, so gering sind unsere Wahlmöglichkeiten. Und zwar einmal alle 4 Jahre. Wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder bei den Olympischen Spielen. Da dürfen wir jubeln über unseren Wahlsieger, über unsere Wahlsiegerin. Die oder der erklärt dann ganz feierlich, das ist ein großer Tag für die Partei, in der sie oder er gerade Mitglied ist. Sei es SPD, CDU, CSU, Grüne, FDP, PDV. Dann wird oft von einem historischen Sieg über die Gegner erzählt. Also doch Olympische Spiele. Fehlen nur noch die Medaillen mit den Medaillenspiegeln, nicht wahr? Die oder der haben es geschafft, an die Macht zu kommen. Die Macht. Genau, die Macht. Ne? Diejenigen, die Macht haben, herrschen über andere. Doch. Wer sollte herrschen in einer Demokratie? Ist es nicht das Volk? Sind das nicht wir? Sie haben uns das Blaue vom Himmel versprochen, wissend, dass sie ihr Versprechen nie halten werden. Denn ihr wahrer Herr ist nicht das Volk, sondern die Finanzmärkte und Konzerne. Und die haben uns versprochen, die haben uns nichts versprochen, Entschuldigung. Sie haben unsere Scheindemokratie mit Konzernstrukturen versehen und wir dürfen unter den Vorstandsmitgliedern den Vorstandschef wählen. Das ist keine Demokratie, das ist eine Oligarchie. Das heißt, die Herrschaft von wenigen. Eine Oligarchie. Wenn wir für Parteiprogramm wählen, die dann einmal gewählt nicht mehr der Aktualität entsprechen, dass man sich den Märkten unterordnen müsse, danach könne man sehen, ob es noch machbar ist. Eine Oligarchie der Drehtürenpolitik, Interessenskonflikte und wo letztendlich Korruption gang und gäbe ist. Eine Oligarchie, die den Willen seiner Bürger mit herablassender Verachtung betrachtet und diesen Willen, wenn es sein muss, mit feiger Polizeigewalt entgegentritt. Eine Oligarchie, bei der die Menschen nur Zaungäste sind, die alle 4 Jahre Vertreter wählen, die das gleiche Spiel mit unveränderten Regeln spielen, die sie selbst bestimmt haben. Wollen wir das hinnehmen? Ich sage nein. Ab jetzt ist Schluss. Das Volk übernimmt. Nicht die Eliten haben bis jetzt die Geschichte geschrieben, sondern die Menschen dieser Welt. Wenn sie die Geschichte geschrieben haben, dann nur um uns zu erklären, dass die Geschichte zu Ende ist. Wie nach der Wiedervereinigung. Was für ein Wunschdenken. Diesen Wunschdenken können wir euch leider nicht erfüllen. Die Geschichte endet nicht. Ein neues Kapitel beginnt. Ein Kapitel, das von Emanzipation der Gesellschaft erzählt, vom neu erweckten Geist der Aufklärung. Ein Kapitel,
in dem Demokratie neu definiert wird, wo das Zusammenleben neue Wege geht. Neue Regeln müssen her, ein neues Wertesystem muss her. Das alte System samt seiner Anführer gehört als Mahnmal in die Geschichtsbücher. Die Zeit wirbt gerade mit einem Spruch, das man an allen Haltestellen sehen kann. Das heißt, die Welt gehört denen, die neu denken, die Recht sie damit haben. Auch wenn da wahrscheinlich ein anderer Gedanke als unserer dahinter steckt. Für die heutige Versammlung haben wir eine Wahlurne hingestellt. Hier rechts am Pavillon haben wahrscheinlich schon viele teilgenommen. Es soll eine symbolische Wahl werden. Aber Symbole haben eine Kraft. Und diese soll für einen Neuanfang stehen. Für die Geburt der Demokratie. Dieses Symbol soll uns den Weg weisen. Da wollen wir hin. Die Menschen sollen nicht länger Politik delegieren. Das Resultat kennen wir ja, sondern selbst politisch aktiv werden. Wir dürfen nicht länger Bittsteller von einer Elite sein. Das Finanzsystem und somit auch das politische System sind im Begriff zu kollabieren. Und sie werden versuchen, sich in die Diktatur zu retten. Das Gewaltmonopol dazu haben sie ja. Echte Demokratie jetzt, Occupy, je nachdem, lädt euch nicht nur zur symbolischen Wahl ein, indem ihr die Wahlzettel, die in unserem Pavillon sind, ausfüllt. Wir fordern euch auf, euch aktiv am Demokratieaufbau zu beteiligen. Danke fürs Zuhören.